Also der Mann, der den ukrainischen Botschafter so herzlich umarmt hat, ist jetzt hier der Bundespräsident AD Joachim Gauck. Guten Abend, Herr Gauck. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herr Gauck, diese Umarmung, war das ein spontanes Bedürfnis von Ihnen? Ich bin da nicht hingegangen mit der Absicht, ich werde heute den Botschafter umarmen, sondern das entsteht dann in der Situation. Das musste dann sein. Ja. Sie haben ja auch gesehen, ich bin da nicht gleich aufgesprungen, als er aufgesprungen ist. Das war ja seine Stunde. Und ich hatte nicht die Absicht, mich in den Mittelpunkt zu rücken. Aber irgendwie wollte ich ihm etwas sinnlich Wahrnehmbares rüberbringen, was unzählige Menschen in Deutschland gespürt haben. Und ich denke, es hat funktioniert. Also so ist es ja auch verstanden worden dann. Dass er eigentlich lieber Waffen haben möchte, darüber reden wir gleich. Aber Ihre Beziehung zur Ukraine ist ja eine besondere. Ich habe in einem Porträt im Spiegel über diesen Botschafter gelesen, dass er ein einziges Foto mit einem deutschen Politiker bei sich im Büro hat. Und das ist ein Foto mit Ihnen. Sie tragen, glaube ich, nicht zufällig heute eine Krawatte in ukrainischen Farben. Sie haben einen Orden bekommen, den Orden der Freiheit, einer der höchsten in der Ukraine. Was ist Ihre Beziehung zu diesem Land und wie geht es Ihnen bei den Bildern, die Sie gerade sehen? Ja, es war natürlich, ich war Präsident, als ich dorthin gefahren bin, aber es ist nicht nur eine präsentielle Beziehung gewesen, eine vom Protokoll gesteuerte, sondern eine viel tiefere. Denn natürlich als Teil der Demokratiebewegung von 1989, die den ganzen Ostblock eben befreit hat, ja, von der kommunistischen Zwangsherrschaft, waren uns allen, die 89 aktiv waren, die Leute vom Maidan unglaublich nah. Und deshalb habe ich dort auch Wege gefunden, an dem Gedenken für die Getöteten auf dem Maidan teilzunehmen. Ich war mehrfach dort bei der Amtseinführung des Präsidenten Poroschenko. Und vor allen Dingen, was mich am meisten auch bewegt hat, weil ich im Krieg geboren bin schon und diese ganze schreckliche Geschichte der Deutschen im Osten fast körperlich als junger Mensch durchlebt und durchlitten habe, wollte ich in Babin Yar sein, diesem schrecklichen Ort deutschen Terrors gegenüber jüdischen Menschen. Und war dort beim 75-jährigen Gedenken. Und das war auch noch nicht meine letzte Begegnung dort. Aber es gibt eine sehr intensive, aus der Liebe zur Freiheit gewachsene Beziehung, die über das hinausgeht, was ein Präsident gegenüber einem anderen Land empfindet. Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind im Zweiten Weltkrieg geboren in Rostock. Mhm. Sie wissen also aus Kindheitserinnerungen noch, was Krieg bedeutet. Es gibt jetzt viele Menschen, die diese Situation mit einer großen Angst erleben, die Krieg kennen, weil sie es kennen, die keinen Krieg kennen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Wie groß ist Ihre Sorge, dass aus diesem Krieg in der Ukraine ein Krieg wird, der Europa stärker noch umfassen wird, dass es einen Atomkrieg geben kann, dass es ein Flächenbrand wird? Ja, ich habe mir oft Gedanken gemacht über die deutsche Neigung zur schnellen Angst. Und diese Neigung ist schon, denke ich, deutlich wahrnehmbar. Und wenn es realen Grund gibt, nachvollziehbare Gründe für Ängste, dann wird das Ganze noch angefeuert. Und deshalb haben nicht nur die Älteren, auch die noch älter sind als ich, sondern auch viele junge Menschen Angst. Und da muss man jetzt auf die Analytiker des Politischen hören. Zwar ist richtig, was wir heute auch besprochen haben, dass ein letztes Ausrechnen dieses wirrköpfigen Diktators in Moskau nicht möglich ist. Aber er ist noch nicht in der Situation wie Adolf Hitler am Ende des Krieges, also wo man dann denken muss, nach mir die Sintflut, sondern er hat noch Varianten, die ihm Entscheidungsmöglichkeiten offen halten. Und er will ja auch eingehen, irgendwie als Person, eine ruhmreiche Person in die russische Geschichte. Er wählt den Irrweg einer Autokratie und hat despotische Züge. Die hat er gelernt als junger Bengel im KGB. Er ist in einer mörderischen Organisation im Grunde sozialisiert worden. Und hat gelernt, Widersprüche im Innern gibt es nicht, das kommt alles von außen. Deshalb hat er verschiedene Prägungen, die sich aus der alten kommunistischen Zeit, die sich verbinden mit einem neuen neoimperialen Gestus. Und er hat noch verschiedene Möglichkeiten. Er muss nicht die letzte wählen, also Europa und die Welt in einen Krieg, einen größeren Krieg zu ziehen. Er sieht jetzt auch die Grenzen seiner militärischen Möglichkeiten. Und deshalb glaube ich, dass es
nicht realistisch ist, damit zu rechnen, dass er diese Option wählt. Und gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, Putins Haltung zur Ukraine erinnert Sie an den Slogan Heim ins Reich, mit dem Nazi-Deutschland den Anschluss Österreichs zu legitimieren versuchte. Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann sind wir da, wo wir gerade aufgehört haben zu reden. Wie weit geht so jemand, der einen imperialen Gedanken, so nennen Sie es ja dann, hat, in diesem? Naja, wenn wir seine Einlassung zur Kenntnis nehmen, seine Trauer darüber, dass das Sowjetreich zugrunde gegangen ist, und wenn wir davon ausgehen, dass er eine neue, eher imperial geprägte Größe Russlands will, wenn man auch die Ausschaltung von Öffentlichkeit oder die Ausschaltung des Elementes Recht nimmt, dann sieht man seine brachialen diktatorischen Absichten. Und darum sind seine Nachbarn in großer Gefahr. Und ich stimme völlig mit dem vorhin im Podium Gesagten überein, dass die Länder in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, die wird er tributpflichtig machen wollen. Und ich bin sehr gespannt, ob in den betreffenden Ländern, in Georgien, in Moldawien oder was auch immer dort ist, dieser Heldenmut dieser Ukrainer auch zu finden sein wird, wenn Putin neue Aggressionen startet. Moldawien, Georgien ist das eine, das Baltikum ist ein NATO-Bereich. Ist die Sorge dieser Nachbarn Ihrer Meinung nach berechtigt? Wissen Sie, die Menschen dort wissen, wie schnell die Panzer da sein können. Im Jahr 89, 90 haben wir das erlebt. Es stand auf der Kippe und schon waren die Panzer da. Wenn man älter ist, hat man überhaupt eine Geschichte des Panzersozialismus vor Augen. Wir in Deutschland hätten schon 1953 die nationale Einheit wieder, wenn es nach den Demonstranten gegangen ist, die damals den Aufstand gegen das kommunistische Regime gewagt haben. Und die Ungarn hatten 56 fast schon die Freiheit. Hier kamen die Panzer. Die Prager wollten einen anderen Sozialismus und es kamen die Panzer. Das heißt, es gibt eine Geschichte der Niederlagen, die fest eingeschrieben ist in das kollektive Gedächtnis dieser Nation, in der die Sowjetmacht geherrscht hat. Und daher dürfen und müssen sie dem etwas übersättigten Westen fortwährend ein Bild der Realität offerieren, das der Westen nicht schätzt. Er hat sich zu lange wohlgefühlt in diesem angeblichen Gefüge von Sicherheiten, neuen Sicherheiten. Die Friedensdividende wurde eingefahren. Feindbilder galten als obsolet. Ja, das ist tugendhaft, kein Feindbild zu haben. Aber man darf nicht so blöd sein zu denken, die Feindschaft gibt es nicht mehr. Wer Gegnerschaft und Feindschaft als real existierende Elemente gegenüber Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat nicht sehen will, der leugnet Wirklichkeit. Und das ist ja das Besondere an der Regierungserklärung von Olaf Scholz, dass wir plötzlich in Deutschland das Gefühl haben, dieser schöne Traum einer unbedrohten, weiteren, ferneren Zukunft, der ist zerstoben und wir wachen auf in dem Bewusstsein, diese freiheitliche Demokratie ist etwas, was beständig verteidigt werden muss. Sie mussten nicht aufwachen, weil Sie da schon waren. Sie haben Putin einmal getroffen, glaube ich, 2012 war das in Berlin. Das war zu dem Zeitpunkt, wo auch Thomas Roth ja gesagt hat, viele hatten da noch Hoffnung. Es gab diese Rede im Bundestag. Hatten Sie diese Hoffnung eigentlich auch, was Putin anging, oder waren Sie damals schon misstrauisch? Nein, ich denke, ich war misstrauisch. Wissen Sie, warum? Man muss den Homo Sovieticus lesen können. Und was wir gerade gehört haben im Podium, es ist möglich, diesen Typus zu lesen. Und ich denke, dass ich das gelernt habe unter Schmerzen als einer, dem man 50 Jahre seines Lebens nicht erlaubt hat, seine bürgerlichen Freiheiten zu leben. Ja, und einer, das muss man ja dazu sagen, Sie waren 11 Jahre alt, als Ihr Vater, das war 1951, in diesem stalinistischen Terror, von einem Tag auf den anderen verschwand und die Familie wusste lange nicht, wo er war. Er war insgesamt 4 Jahre in einem sibirischen Gulag. Nach 2 Jahren wussten sie, wo er ist und er kam zurück. Nach Stalins Tod wurden die Menschen benachrichtigt, die einfach Opfer. Das heißt also, Ihr Verhältnis zur Sowjetunion, das ist ja nicht Russland,
ist eben eigentlich ein anderes, als offensichtlich viele es hatten, die von einer Friedensidee. Ja, ich bin dann realistisch geworden. Ja, es ist so, ich bin später eigentlich kein kalter Krieger gewesen. Ich bin stärker von linksprotestantischen Dingen auch geprägt worden, als ich Pastor war, und habe mit dem Schicksal meines Vaters nie Politik gemacht. Aber mit etwas anderem habe ich Politik gemacht. Dass ein Regime, das angeblich zur Befreiung der Menschheit angetreten war nach Marx, alle Dinge, die Freiheit fördern, gelöscht hat. Als erstes die Herrschaft des Rechtes. Als zweitens eine Öffentlichkeit. Es gibt keine Öffentlichkeit im durchherrschten Raum dieses Systems. Als drittes Angstapparate à la KGB, was wir als Stasi kennen, um den Mut der Einzelnen zu brechen und dadurch ein System von Gefügigkeit und einem Angstanpassungssyndrom zu schaffen, was diese Gesellschaften prägt. Und dieser lange Schatten solcher Prägung, der ist vorhanden, gerade in einem Land, in einer großen Region, die niemals bürgerliche Freiheiten gekannt hat. Und das ist so ein unglaublich trauriges Geschehen, was den Menschen in Russland und in diesen Weiten zuteil geworden ist. Da kann man nur tiefes Mitleid empfinden. Aber gerade deshalb muss es eben immer gelingen, bei der Führung sich nicht bei der Beurteilung der Führung nicht den eigenen Illusionen und Wünschen zu folgen, so, sondern die Realität zu sehen. So, und die Frage ist, wenn man diese Analyse hat, was macht man damit? Und Sie haben schon sehr früh eine Position vertreten, die jetzt viele vertreten, aber zu der Zeit waren Sie noch relativ alleine. 2014 haben Sie gesagt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen im internationalen Raum, in der Außenpolitik und im Zweifel auch militärisch. Wir hören einen Ausschnitt aus einer der häufigen Reden, die Sie eben genau zu diesem Thema gesagt haben. Heute ist Deutschland eine solide und verlässliche Demokratie und ein Rechtsstaat. Es kämpft für Menschenrechte. Und in diesem Kampf für Menschenrechte oder für das Überleben unschuldiger Menschen ist es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen. Dieses war ein Interview. Damals haben Sie aber auch Reden gehalten. Und Sie sind beschimpft worden bis hin zum Kriegshetzer. Man muss, wenn man die Menschenrechte verteidigt, zu den Waffen greifen. Frau Petrovskaya, wenn sie hier wäre, würde sagen, jetzt ist der Moment, glauben Sie? Ja, aber man darf ja gleichzeitig seinen Verstand weiter benutzen und darf sich, wenn man Verantwortung hat für Menschen und ganze Völker, nicht nur von den Gefühlen des Mitleids, auch der Solidarität und der Liebe zu den Unterdrückten hinreißen lassen. Und so gibt es Situationen, wo wir andere Mittel und Wege suchen müssen. Wir haben das schmerzhaft erlebt, eben hier im Gespräch zwischen dem Professor Masala und Frau Petrovskaya. Ich kann sie so hundertprozentig verstehen. Und ich denke an meine Gefühle, als ich 16 war. Und Ungarn hatte schon die Freiheit und wurde niedergewalzt von Panzern der Sowjets. Die haben gerufen, Westen, wo bleibst du? Wir konnten nicht helfen. Und inzwischen ich konnte es nicht verstehen als 16-Jähriger. Aber als altgewordener Bürger und ehemaliger Präsident muss ich sagen, nein, wir dürfen auch nachdenken über die Folgen unseres solidarischen Handelns. So, und wenn diese Folgen des solidarischen Handelns größere Schmerzen und größere Leiden hervorbringen würden, dann ist es auch gerechtfertigt, eine solche Zurückhaltung an den Tag zu legen. Aber das ist ja genau der Punkt jetzt. Das ist ja wirklich der interessante Punkt, weil Frau Petrovskaya hat ja gesagt, wenn ihr jetzt nichts tut, werdet ihr das Leid vergrößern. Und Sie haben etwas Ähnliches gesagt, auch 2014. Sie haben gesagt, die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft nur vergrößern. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage Heim ins Reich, Sudetenland 38, territoriale Zugeständnisse. Wenn man jetzt nicht agiert, vergrößert man auch in dieser Situation den Appetit? Man vergrößert den Appetit, aber es ist nun leider, Gott sei Dank, doch so, dass wir dem Aggressor seine Grenzen aufweisen, indem wir sehr massive wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen haben, die wir bislang noch nicht ergriffen hatten. Und ich würde auch Herrn Feldenkirchen eher folgen, gegen mein Gefühl,
Ja, also mein Gefühl ist natürlich völlig auf Seiten von Frau Petrovskaya. Und ich kann den Präsidenten der Ukraine zu 100% verstehen, wenn er sagt, wollt ihr etwa zuschauen? Ja, nein, wir wollen nicht zuschauen. Aber wir wollen nicht, dass sich das, was dort geschieht, mit der Zerstörung von Städten, mit unmenschlicher Aggression, wir wollen nicht wieder Städte sehen wie Hamburg und Dresden. Und es gibt Gründe für unsere Zurückhaltung. Na gut, Mariupol wird demnächst so aussehen, wenn wir das so weiter sehen. Ja, aber wenn wir jetzt diesen Schritt wagen würden, wäre die Eskalationsdrohung eben, das ist nicht irgendeine Drohung, sondern sie kommt von einem wild entschlossenen und ethisch nicht gefestigten Herrscher. Und deshalb müssen wir realistischerweise an Eskalation glauben, die dann kommen würden. Und deshalb ist es diesmal wirklich keine Feigheit, wenn die deutsche Bundesregierung hier zurückhaltend ist. Also keine Flugverbotszone? Würde unter Schmerzen, würde ich sagen, ja. Waffenlieferungen bis zu welchem Punkt? Ja, da können wir. Das ist nicht so gefährlich, weil wir. Das sagen Sie. Nein. Sie wissen doch gar nicht, was Wladimir Putin als eine Einmischung definiert und nur dann. Aber man muss ja gegenüber den Menschen, die auf Argumente hören und die rationalen Argumenten folgen, denen gegenüber musst du was haben. Und musst du Argumente haben, die stichhaltig sind. Und einem Überfallenen mit Waffen beizustehen, ist etwas anderes als das, was wir gehört haben, dass wir aktiv Flugzeuge abschießen und Militärbasen zerstören und dazu noch auf dem russischen Territorium. Das sind Weiterungen, die würde ich nicht als Abgeordneter mit beschließen wollen. Bei aller Sympathie für die Opfer. Gut, dann bleibt der Churchill-Moment, der hier schon gesagt wurde. Und die Frage, welche Zumutungen muss dann die deutsche Wirtschaft, die deutsche Gesellschaft ertragen, wenn sie glaubt, ihre eigene Freiheit stünde auch auf dem Spiel? Ja, da bin ich also dann härter und sage, liebe junge Leute, die ihr im Land lebt und die euch jetzt fürchtet, ihr könnt nicht wissen, was ihr später einmal ertragen werdet. Die Lebenssituationen, in die wir geführt werden, statten uns mitunter auch aus mit Widerstandskräften, die wir heute ungestört und im Wohlstand lebend noch gar nicht kennen. Mhm. Wir sind stärker, als unsere Angst es uns einredet. Und deshalb sollte weder die ältere Bevölkerung, wir sind umgeben von Freunden und geschützt von einem starken Bündnis, noch die jüngere Bevölkerung, die denkt, Krieg in unserer Nähe, es wird schrecklich, wir werden untergehen. Nein, wir haben eine Menge von Möglichkeiten, uns solidarisch zu zeigen. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Aber Arbeitsplätze, die in Gefahr sind, das hat Markus Feldenkirchen auch gerade gesagt, es geht ja nicht nur ums Frieren. Es geht ja darum, dass man den Job vielleicht nicht mehr hat. Es geht darum, dass man Lebensgrundlagen, und das lässt sich natürlich als reicher Mensch leichter sagen, als armer Mensch, der eben nicht eine fette Existenz hinter sich hat. Also es geht um echte Lebensgrundlagen. Da würden Sie trotzdem sagen, auch wenn der BDI jetzt sagt, macht unsere Wirtschaft nicht kaputt, doch, das müsste im Zweifel sein? Der BDI hat die Pflicht, die Interessen der Mitglieder in dem Verband zu schützen und zu stützen und uns nachdenklich zu machen. Hört zu, macht's nicht leichtfertig. Mhm. Und es geht hier nicht um Leichtfertigkeit. Ich kann den SPD-Chef total verstehen, wenn er Sorge dafür hat, dass es zu sozialen Verwerfungen kommt. Aber dieses Land ist neben anderem auch ein sozialer Rechtsstaat. Und es wird nicht so sein, dass diejenigen, die unten sind, dann vergessen werden von der Gesamtbevölkerung. Das wird nicht passieren. Aber eine generelle Delle in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können. Wir haben andere Probleme ertragen und wir haben sie bewältigt. Und das Land ist nicht gescheitert an Not, sondern das Land hat sich gestärkt in Zeiten der Not, hat wieder zu sich gefunden. Und deshalb sind Prüfungen, wie sie uns jetzt auferlegt werden, die sind einzukalkulieren. Und meine Lebenserfahrung ist, wir verfügen über mehr Kräfte, als wir heute, wenn wir sie noch nicht brauchen, denken. Da spricht der Pfarrer. Und jetzt möchte ich noch mal den Können Sie vom Psychologen auch reden? Nein, Entschuldigung, war nicht als Nicht-Kompliment gemeint. Aber was mich jetzt noch interessiert, ist der Politiker, der die Bundesregierung ja sieht, die sagt nein. Also Öl und Gas, Stopp. Ja, also ist nicht. Ich habe hier eben im Podium gehört, na ja, wollen wir mal schauen, wie lange die das aushalten. Sollten Sie
schwenken? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist ein Mittel, wo wir noch deutlicher unsere Solidarität mit den Opfern der Aggression zeigen können. Und das ist eine andere Entscheidung, als ob ich Flugzeuge schicke oder aktiv in ein Kampfgeschehen eingreife, das dann eine Neigung hat, sich zum Weltkrieg zu entwickeln. Und deshalb ist diese Variante eine ernsthaft zu überlegende Variante. Und bei meiner Nähe zu den Opfern der Aggression würde sie mir mehr liegen als die Fortsetzung des Status quo. Bis jetzt sind über 2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. In Wahrheit weiß man eigentlich gar nicht, wie viele es kommen, auch welche nach Deutschland. Wir sehen Bilder von großer Solidarität und Hilfsbereitschaft an Bahnhöfen. Wieder sehen wir eben diese Bilder. Wir haben sie schon mal im Kopf gehabt. Diese Hilfsbereitschaft, die jetzt da ist, ist groß. Glauben Sie, das ist etwas, was anhalten wird? Nein, solche Wellen halten natürlich nicht an. Aber es gibt dieses Grundgefühl, wir möchten zu uns selber stehen. Also wir wollen uns selber mögen. Aber wir tun es eigentlich für uns. Ja, das ist oft so bei helfenden Menschen, dass sie auch, indem sie für andere sich opfern, manchmal sogar, sich für das eigene Ich etwas tun. Sie begreifen plötzlich, dass unsere Möglichkeiten größer sind als unsere Rechenkünste. Und dieses sich ausrechnen, was nützt mir, ist ein höchst defizitäres Lebensprinzip. Und immer dann, wenn Menschen aufbrechen aus dieser Eigenfürsorge, erleben sie eben auch eine Erweiterung ihres Ichs. Das Leben wird dann schön, obwohl es schwieriger wird. Es gibt trotzdem einen berühmten Satz, den Sie gesagt haben bei der Flüchtlingskrise 2015, würden wir gerne noch mal ganz kurz hören. Wir wollen helfen, aber unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Ist die Situation von heute und damals eigentlich vergleichbar für Sie? Im Moment sehe ich das nicht, aber dass Möglichkeiten in der Politik endlich sind, das ist eine Binse und das wird sich auch hier wieder zeigen. Und deshalb ist es so, unsere Möglichkeiten 2015 waren übrigens noch nicht ausgeschöpft. Ja? Ich wollte nur sagen, Leute, als Präsident sagen, lasst uns über Schwierigkeiten sprechen und nicht nur den politischen Rand oder den Stammtisch über Schwierigkeiten sprechen, sondern wir wollen offen kommunizieren, was uns Freude macht, was uns gelingt, aber auch was uns noch nicht gelungen ist und was schwierig ist und wo wir Veränderung haben müssen. Und sowas wird jetzt auch wieder kommen. Ja, das ist, ich freue mich natürlich über ein Land, das plötzlich aufwacht. A, plötzlich merkt, ach so, wir müssen uns auch verteidigen. Was uns lieb ist und wert ist, das muss man auch verteidigen. Habe ich lange so nicht gesehen. Und da freue ich mich genauso drüber wie über eine Regierung, die Führungsstärke zeigt und auf den richtigen Weg eingeschwenkt ist. Aber dieses Grundgefühl, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind, dass wir uns auch aufeinander verlassen können, das ist ein Nebenprodukt dieser Hilfe für die, die von außen zu uns kommen. Es ist gleichzeitig ein Wirken nach außen und gleichzeitig tun wir etwas für uns, um uns zu glauben, dass wir fähig sind, Zukunft zu gestalten. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Menschen, die jetzt hier ankommen, in absehbarer Zeit in ihre Heimat zurückkommen? Das schließt ja die große Frage noch mal an. Halten Sie es für möglich, aus der kriegerischen Situation in absehbarer Zeit in eine nicht kriegerische zu kommen? In einer absehbaren Zeit ja, aber leider bin ich kein Prophet und wage es nicht, hier eine Prognose abzugeben. Sie haben selber eben in der Moderation und im Gespräch mit Ihren Gästen von Lügen gesprochen. Und es ist so, dieser Präsident Putin ist aufgewachsen und geprägt in einem System, in dem die Lüge praktisch tägliche Ration des politischen Lebens war. Und Sie haben den Außenminister erwähnt. Und wir sehen bei diesen Menschen, dass die Worte, die sie heute sagen, nicht Sachverhalte beschreiben, auf die wir uns morgen verlassen können. Das kann morgen eben völlig anders sein. Und ich bewundere ja die Diplomaten, die, obwohl sie 10-mal angelogen sind, noch das 11. Mal dann an den Verhandlungstisch gehen. Und Frau Merkel hat das erfahren, sie wurde angelogen. Und jeder, der jetzt die Gespräche gesucht hat mit dem Moskauer Despoten, wurde angelogen. Und der Außenminister als ein Diener seines Herrn, der kann das auch gut.
Also, und trotzdem gehen wir hin und verhandeln. Also, oder geht Selenskyj hin? Ich meine, was für uns schwierig ist, muss doch für ihn fast unmöglich sein. Und trotzdem wird er diesen Weg gehen, weil er seinem Land dienen will. Und es ist wirklich äußerst schwierig, mit so begrenzten Möglichkeiten zu leben, weil Menschen es schwer ertragen, ohnmächtig zu sein. Und deshalb brauchen wir alle gangbaren Wege, die uns solidarisch sein lassen mit dem Überfallenen und die dem Gegner zeigen, also bis hierher und nicht weiter. Schwierige Situation, ja. Schwierige Tage. Vielen Dank, Joachim Gauck, für diese Worte.